Servus, wie heute Morgen schon oder Mittag eher gesagt, schon angekündigt, das Engraving für die Lichtträger. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen durchgeguckt und ich finde einige doch ganz schön interessant. Das 30er von Estrilla, da steigt die Angriffswertung nochmal um 10% für die Verbündeten, solange sie auf dem Schlachtfeld ist und ihre Flagge schwingt. Könnte gerade fürs Verdrehte Reich relativ interessant sein. Aber so an sich würde ich das jetzt nicht als ein ja, Must-Have einwerten. Ich würde eher so sagen, so ein naja, Nice-to-Have. Das 60er. Hier nimmt die Angriffswertung, beziehungsweise dieses wird nochmal für die Gegner da um 18% reduziert. Das sind auch nochmal 4%. Wie gesagt, für das Verdrehte Reich könnte das wirklich interessant sein. Aber woanders spielt man sie ja eigentlich eher nicht so wirklich. Höchstens noch in Arthur Gwynedd Comp oder im Lichtträgerturm. Aber ja, wie gesagt, eher so ein ja, nice to have. Belinda, ja, fand ich jetzt irgendwie nicht so pralle, ihr Effekt. Aber ja, könnt ihr selbst sehen, es ist alles wieder so ein, naja, Deutsch-Englisch, ne? Also das 30er ist hier unten das in Blau geschrieben, das Level 4. Ja, ich finde, ja, Belinda ist halt irgendwie, ja, aber seht selbst. Wie gesagt, also ich würde das bei Belinda, glaube ich, nicht in Erwägung ziehen, die ja irgendwie auf 30 oder 60 zu ziehen. Ich finde das relativ wenig, was es bringt. Reine wäre jetzt für die Abgrundexpeditionen schon ganz interessant, die da auf ja, 60 zu engraven. Denn da steigt das nochmal um 5%. Aber das ist, glaube ich, für uns doch eher relativ uninteressant. Das wäre dann eher was für die ganzen Rails, die da Unmengen an Geld investieren. Ja. Focus finde ich persönlich lohnt sich irgendwie überhaupt nicht. Also nach dem, was ich jetzt so grob hier überflogen habe, ja, weiß ich nicht, muss jeder selber wissen, ich würde ihn definitiv nicht engraven. Also ja, wäre jetzt auf jeden Fall nicht meins. Das 60er von ihm, das ist natürlich ein klein wenig interessant, aber ja, das sind einfach, da muss man doch schon zu viel investieren, um das da so zu machen. Also, ne? Lucius könnte sich theoretisch lohnen. Das sind nochmal 40% mehr von seiner Angriffswertung, beziehungsweise die Gesundheitswiederherstellung. Das sind nochmal 40% mehr von seiner Angriffswertung. Das könnte interessant sein, aber in der Regel spielt man Lucius eigentlich eher weniger, gerade in den höheren Kapiteln. Außer halt im Lichtträgerturm ab und an mal im zweiten Team. Da würde es vielleicht noch was bringen, aber. Ja, das muss jeder selber wissen. Ich würde es persönlich, glaube ich, nicht machen. Ja, das 60er sieht natürlich auch. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich würde es nicht machen. Tane klingt vielversprechend, aber ich persönlich mag ihn einfach überhaupt nicht. Ich spiele ihn viel zu selten, weil, ja, er braucht halt einfach Unmengen an Zeug, dass er so halbwegs spielbar ist. Sein 60er. Und deswegen, also Tane kann ich nicht empfehlen. Würde ich nicht machen. Es klingt auf jeden Fall interessant. Würde mich mal reizen zu testen. Ob sich das jetzt so wirklich lohnt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich würde es nicht machen. Hendrik klingt auch sehr interessant. Sind nochmal beim Beschützen 10% weniger Schaden, die er bekommt. Ja, das ist auch nochmal was. Und beim 60er steigt nochmal seine Gesundheitsregeneration an, wenn er in diese ja, Blockphase reingeht, die für sich selbst ist. Ich würde es eher so einschätzen als nice to have statt must have. Rovan würde ich vielleicht sogar auf 30 engraven. Vielleicht nicht gleich. Ich würde das mal abwarten, bis alle Fraktionen durch sind. Als nächstes kommen ja die Reißer und dann kommen die Grabesprosse. Ja, aber das würde mich auf jeden Fall,
interessieren, wie das sich auswirkt bei Hovern. 60 klingt natürlich auch interessant. Ja, gerade es sind ja vorher 50 Energiepunkte, wenn er Schaden bekommt, beziehungsweise sein Schaden über 10% seiner Max-HP übersteigt. Aber naja, müsste man mal testen, aber das wäre halt 60, das wäre schon wieder eine ziemlich hohe Stufe. Gwyneth werde ich auf jeden Fall auf 30 machen. Der Stun-Effekt geht dann direkt eine Sekunde, also sind nicht nur so kurz gestunt, sondern sie sind dann wirklich eine Sekunde gestunt. Das könnte schon den einen oder anderen netten Effekt gerade im Lichtträgerturm bringen. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch im Überlegen. Und ihr, ja, 60er könnte man theoretisch auch machen bei Gwyneth. Aber ich glaube, da gibt es erstmal andere Helden, die da deutlich wichtiger sind. Aber es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, falls jemand eine Gwyneth dann später mal auf 60 engraved hat. Würde ich mir sehr gerne mal anschauen und ausleihen. Gesundheitswiederherstellung um 190% statt 170% klingt auf jeden Fall nicht schlecht, der Angriffswertung. Müsste man mal schauen, wie sich das dann wirklich auswirkt. Ich würde halt vieles gerne mal testen. Aber ich habe nicht so. Also ich habe schon Whales bei mir auf der Freundschaftsliste, aber nicht welche, die da wirklich gleich alles auf 80 hochpumpen. Dass man das mal testen kann, um da zu sagen, was sich wirklich lohnt und was sich nicht lohnt. Cecilia zum Beispiel würde mich auch auf 30 extrem reizen. Weil das sind nochmal 15% mehr. 60 klingt natürlich auch echt extrem nice. Aber es sind halt alles so viele Mats. Man kommt halt echt schlecht an diese Materialien fürs Engraven. Da muss man wirklich ganz genau überlegen, welchen sich man hochzieht. Ja, Rigby klingt auch verdammt interessant. Würde mich auch definitiv mal reizen, das auszuprobieren, den auf Engraving 60 zu spielen. Das ist jetzt gerade der 30er-Effekt. Und hier haben wir nochmal den 60er-Effekt. Es klingt schon echt nicht schlecht. Ah, gerade wenn er dann noch ein bisschen abgeht. Man, er kann wirklich super tanken. Ich habe bei ihm ein 10er-Item und 0 von 9 und im Lichtträgerturm als zweites Team macht er einen super Job als Tank. Aber gut, das zweite Team ist immer ein bisschen schwächer. Oscar lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht, auch wenn es 30% mehr Damage sind. Ich finde, Oscar macht allgemein sehr, sehr wenig Damage. Daher wird sich das eher nicht so wirklich lohnen. Ja. Und auf 60 würde ich ihn schon mal gleich gar nicht machen. Obwohl es auch wieder sehr interessant klingt, aber ja, es ist halt leider so. Eluard wird sich sicherlich auf 30 lohnen, gehe ich ganz stark davon aus. Wäre auch so ein bisschen meine Empfehlung, aber dazu müsste er wirklich erst auf 30, 9 von 9 sein. Und dann nochmal Engrave 30. Ich denke, das würde sich im PvP doch ganz gut auswirken. Sein Level 4-Effekt. Auf 60, ja, es sind nochmal 20% mehr Schaden, aber ich finde, das 30er würde schon ausreichen, theoretisch. Aber wie gesagt, das wäre jetzt wirklich was für die Arena. Für den Turm vielleicht auch. Müsste man testen. Peggy klingt auch verdammt interessant. Zumal es eigentlich nur zum Haupteffekt 5% mehr Gesundheit ist und es geht eine Sekunde länger, das Schild. Könnte sich aber in einigen Situationen wahrscheinlich doch schon lohnen. Und das 60er ist, naja, weiß ich nicht. Ist natürlich nochmal so ein kleiner netter Effekt dazu. Aber Peggy da jetzt wirklich erst auf 60 zu ziehen, weiß ich nicht. Ich sehe sie halt extrem selten. Also auch im Lichtträgerturm und im Feldzug sehe ich sie eigentlich überhaupt nicht. Ab und an mal als zweites Team so zur Unterstützung, aber das kann man auch sehr gut mit anderen Helden ausmerzen, dass sie da nicht da ist. Ja. Walker, der absolute Crap-Held von den Lichtträgern. Ja.
Weiß ich nicht. Also, ja, wenn man ihn mag, kann man es machen. Aber von mir eine absolute Nicht-Empfehlung, da irgendwas bei dem zu machen. So, der letzte, Morrow. Hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz durchgeblickt, aber es sind auf jeden Fall 2 Sekunden mehr. Könnte vielleicht schon das ein oder andere verändern auf dem Schlachtfeld, aber ja, dafür habe ich Morrow einfach zu wenig getestet. Ich habe zwar die Testversion wirklich ganz gut getestet und er hat mir wirklich zugesagt, aber jetzt doch nicht so zugesagt, dass ich ihn mir doch jetzt unbedingt bauen muss. Ja, 60er klingt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber ja, es sind auf jeden Fall 100% mehr Angriffswertung, die er da bekommt von dem Effekt. Und nochmal 2%. Wie gesagt, könnte sich lohnen, müsste man wirklich testen. Also falls jemand nochmal in Morrow auf 3099 bzw. 2099 und im Graving 60 hat, gerne melden. Interessiert mich mega, das zu testen. Genau, jetzt kommt Brutus. Damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr könnt wenigstens ein bisschen was mitnehmen davon. Also ich persönlich, wenn ich jetzt wählen müsste bei den Lichtträgern, würde ich wahrscheinlich als einziges Quinnef auf 30 ziehen. Das interessiert mich persönlich am meisten. Vielleicht sogar noch Rovan auf 30. Aber das wäre eher so der Wackelkandidat. Ja, das wären jetzt so vom ersten Eindruck her meine Empfehlung. Ich würde es aber wie gesagt erstmal noch nicht machen. Erstmal abwarten, was bei den Reißern passiert und was bei den Grabesprossehelden passiert. Denn bei den Grabesprossehelden haben wir ziemlich viele interessante Helden dabei, wo sich das doch durchaus lohnen könnte. Allein Daemon, Kresul, Odin, vielleicht Chimera wird dadurch extrem heftig, wenn man sie wahrscheinlich auf 60 macht. Wäre interessant. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Und wie gesagt, falls jemand schon welche dazu hat, schon ein bisschen getestet hat oder mir diese zur Verfügung stellen kann, gerne melden, wäre ich sehr dankbar dafür. Dann wünsche ich euch noch weiterhin einen wunderschönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.